TCM-Ausbildung zu erzählen? Die Aufzeichnung ist erst jetzt gestartet. Gut, wie ich gerade gehört habe, die Aufzeichnung ist erst jetzt gestartet, was mich zu einem anderen Punkt bringt. Ich erzähle noch mal ganz kurz meinen Namen. Also Julia Groß ist mein Name. Ich leite den Fachbereich der Naturheilkunde bei uns im ZFN. Das ZFN, ich denke, die meisten von Ihnen werden das ZFN kennen, ist eine der größten Heilpraktikerschulen hier in Bayern und mit einer ganz langen Tradition für die TCM-Ausbildung. Für mich ist das hier heute eine ganz, ganz, ganz besondere Freude, diesen Infoabend mitgestalten zu dürfen, denn ich habe selber, ich musste jetzt gerade noch mal nachschauen, vor 16 Jahren diese Ausbildung auch gemacht hier im ZFN und auch schon bei der Frau Ritzer, bei der Chiru. Und ja, jetzt sind wir wieder zusammen. Das freut mich ganz besonders und ja, insofern bin ich, denke ich, auch eine gute Ansprechpartnerin, was Fragen für die Inhalte der Akupunkturausbildung angeht und natürlich sowieso, was die Organisation angeht. Der Herr Siebert wird Ihnen heute ein bisschen eine technische Einführung geben, was wir heute oder wie Sie sich an diesem Infoabend beteiligen können. Diesen Infoabend werden wir aufzeichnen. Das heißt, für andere, die Interesse haben an der Akupunkturausbildung, wird dieser Infoabend demnächst auf unserer Homepage erscheinen. Das bedeutet, dass wenn Sie jetzt Fragen stellen, diese natürlich auch zu sehen bzw. zu hören sein werden, was Sie hoffentlich nicht davon abhält, denn dieser Infoabend wird davon leben, dass Sie Fragen stellen, dass Sie Ihre Fragen stellen, gerade individuelle Fragen, und wir sie natürlich hier sehr gerne beantworten. Ja, ich erzähle noch kurz etwas zu mir. Wie gesagt, ich habe die TCM-Ausbildung hier auch vor 16 Jahren begonnen, danach im Anschluss gleich die TCM-Kreuzer-Ausbildung, habe dann mich vor 3 Jahren, durfte ich jetzt hier anfangen im ZFN und jetzt seit einiger Zeit in den Fachbereich leiten, was ich sehr, sehr gerne tue. Also ich bin Heilpraktikerin, Mutter von 2 Kindern und freue mich ganz besonders, dass jetzt auch der Herr Siebert hier bei mir mit dabei ist und mit in meinem Büro sitzt und wir zusammen auch den Bereich der TCM hier schmeißen. Und insofern würde ich eigentlich auch gerne gleich mal den Herrn Siebert weitergeben, damit er mit Ihnen diese technische Einweisung macht. Dafür ist er nämlich der Spezialist hier. So, Nebruck. Also nochmal willkommen auch von meiner Seite. Und Julia, könntest du kurz auf die Folie schalten, wo das alles erklärt wird? Genau. An dem heutigen Infoabend haben Sie die Möglichkeit, unterschiedlich sich zu beteiligen oder Fragen zu stellen. Sie können sich zu Wort melden. Sie müssen sich nur bewusst sein, dass es aufgezeichnet wird. Das heißt, es wird immer zu hören sein. Und wir würden Sie bitten, das Video auszulassen. Genau. Dann sieht man hier, wenn Sie mit dem Pfeil zwischen das Video und die Präsentation gehen, dann erscheint dieses Symbol mit den 2 Strichen und den 2 Pfeilen. Wenn Sie da mit dem linken Maus draufklicken, können Sie das Verhältnis von Präsentation und Video verändern. Das heißt, Sie können uns größer sehen, die Präsentation kleiner machen und so können Sie individuell für Sie einstellen, was Sie gerade mehr sehen wollen oder uns einfach auch mal deutlicher sehen oder die Präsentation. Was auch ganz gut ist, man kann einen Status setzen, man heißt, man kann eine Hand heben. Das funktioniert folgendermaßen, das können wir alle mal gemeinsam ausprobieren. Man kann auf seinen eigenen Namen klicken, hier links in der Liste, da sind unsere Namen aufgelistet. Und wenn man auf den Namen draufklickt, dann kann man einen Status setzen. Und was hier ganz hilfreich ist, wenn man einfach die Hand hebt, zum Beispiel, wenn man eine Frage hat, oder, das können wir mal alle ausprobieren, dass wir hier die Hand heben und dann erscheint es sichtbar an der Seite. Was noch viel einfacher für uns ist, wenn eine Frage ist, dass Sie die Frage direkt in den öffentlichen Chat reinschreiben. Also rechts neben den Namen unten, da kann man, wie schon einige gemacht haben, reinschreiben und seine Frage loswerden. Wir schauen da immer rein und tun die Fragen dann auch zeitnah beantworten. Zudem gibt es die Möglichkeit, dann natürlich die Fragen nach der Präsentation, also wenn wir ganz am Ende sind, wenn da jemand sagen möchte, er möchte nicht aufgezeichnet werden, gibt es die Möglichkeit, dass wir am Ende der Präsentation die Aufzeichnung stoppen und auch da nochmal Fragen gestellt werden können. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn jetzt schon während dem laufenden Vortrag hier lebhaft sich ausgetauscht wird. Genau, das war's von meiner Seite und ich wünsche euch einen tollen Abend hier mit der Chiru.
So, also vielen Dank, Nepomuk. Jetzt wissen wir alle, wie es geht und können anfangen. Dann gehe ich gleich mal weiter. Ishigo hat mich gebeten, erstmal ein bisschen anzufangen. Das heißt, wir werden Sie nachher dazu befragen, wie Sie überhaupt zur TCM gekommen ist und wie überhaupt Ihr Werdegang ist und was Sie dazu gebracht hat, nach München ans ZFN zu kommen. Aber sie hat mich gebeten, ich soll jetzt erstmal anfangen und das mache ich jetzt auch. So, also unsere Ausbildung, die TCM-Ausbildung, ist eine Basisausbildung der chinesischen Medizin mit dem Schwerpunkt der Akupunktur. Es gibt natürlich auch noch andere Richtungen der TCM. Es gibt die Phytotherapie, die Diätetik, Qigong, Tuina. Das sind alles verschiedene Bereiche der TCM. Wir haben uns auf die Akupunktur spezialisiert. Das heißt, während dieser Ausbildung lernen Sie die wirklichen Grundlagen der chinesischen Medizin. Es geht um Yin und Yang, es geht um die fünf Elemente. Dieses Wissen lernen Sie in 2 Jahren. Also es sind 22 Wochenenden insgesamt. Es sind ungefähr, manchmal ist es auch ein bisschen mehr, weil wir natürlich auch versuchen, immer noch auch noch Dozenten dazu zu bringen. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch noch ein Zusatzwochenende mit da drin, um die Pulsdiagnose noch deutlich besser zu lernen. Also das heißt, es variiert. Es sind eher mehr Wochenenden oder mehr Unterrichtsstunden als weniger. Und wir starten jetzt im Januar wieder. Die Ausbildung wird jedes Jahr im Januar beginnen, auch dieses Jahr, trotz Corona. Da sind wir sehr zuversichtlich. Wir haben das auch geschafft, in den vergangenen Monaten die Ausbildung weiterlaufen zu lassen. Es sind immer 2 Klassen parallel, dadurch, dass das ja 2 Jahre geht. Und wir hatten wirklich Glück, dass Shiru und ihr Mann Friedrich, die die Ausbildung leiten bei uns, auch dann so super waren und das auch als Webinar weitergemacht haben, online ihren Unterricht fortgeführt haben. Und insofern konnten wir eben auch die Ausbildung mal weiterlaufen lassen, was wir jetzt natürlich hoffen, dass Corona irgendwann sich verabschiedet und wir zumindest ab Januar wirklich wieder ganz normal weitermachen können. Das wird auch hier im ZFN stattfinden. Wir sind bemüht, dass das alles reibungslos ablaufen wird. Wie gesagt, der Start ist im Januar 2021 und am Freitag, und das geht dann immer Freitag, Samstag, Sonntags, das sind die Ausbildungstage, Freitagabend geht es immer los. Meistens, wenn Sie dann ein bisschen weiter fortgeschritten sind, ist freitags immer ein sehr großer Praxistag, das heißt, Sie akupunktieren. Was das Tolle an dieser Ausbildung ist, die ich jetzt gleich mal aus Erfahrung erzählen darf, es wird sehr, sehr viel genadelt. Also es ist eine sehr praxisbezogene Ausbildung. Das heißt, es ist uns wirklich wichtig, dass Sie als TCM-Therapeuten auch wirklich akupunktieren können. Das heißt, Sie werden ständig und immer wieder aufgefordert zu üben, zu nadeln, welche Punkte, die Punkte zu lokalisieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dieser Ausbildung. Da legen wir einen sehr starken Fokus drauf. Und insofern werden Sie auch sehr schnell Ihre Nadelscheu überwinden, was ich zum Anfang nie gedacht hätte, als ich das erste Mal eine Nadel in eine Orange gesteckt habe, dass ich tatsächlich irgendwann mal Nadeln im Menschen steche. Aber es hat wirklich sehr gut funktioniert und ich habe das auch wirklich sehr gerne gemacht. Mittlerweile habe ich hier im ZFN nicht mehr so die Zeit, aber das war wirklich damals so, jeder, der über den Weg gelaufen ist, der musste dann ein paar Nadeln in sich spüren. Und das war eben wirklich das Schöne, dass man da keine Angst mehr hat. Aber jetzt schweife ich schon wieder ab, weil, wie Sie sehen, ist das wirklich eine Leidenschaft von mir, diese Ausbildung. Und ja, das heißt, weiter zu den Fakten. Also 2 Jahre, 22 Wochenenden, Start ab Januar und die Kosten sind 4.440 €, beziehungsweise für ZFN-Schüler, wenn sie bei uns schon eine Ausbildung gemacht haben, 4.280 €. Da gibt es natürlich Varianten, ob man jetzt... jetzt höre ich mich hier übrigens. Dankeschön. Ob man Ratenzahlung macht oder ähnliches. Aber das sind Sachen, die wir auch wirklich sehr, sehr gerne individuell besprechen können. Dazu können Sie mich dann immer anrufen. Noch einmal kurz zu den Ausbildungsinhalten. Das heißt, neben der ganzen Nadelei, die wir gerade schon besprochen haben, geht es natürlich auch wirklich darum, die Basics zu verstehen. Die TCM, was Ihnen Frau Ritzer natürlich deutlich besser erklären kann, ist ein ganz anderes System, ein ganz anderes Denkmodell. Ich bekomme oft die Frage, kann ich das
verstehen, wenn ich noch in der Heilpraktika-Ausbildung noch nicht so weit bin? Oder kann ich die TCM schon anfangen, wenn ich auch parallel die Heilpraktika-Ausbildung beginne? Ja, das ist überhaupt kein Problem, weil es ist einfach was komplett Verschiedenes. Es ist überhaupt nicht mit dem zu erklären, was man in der Heilpraktika-Ausbildung lernt. Also insofern ist es eben auch wichtig, dieses ganze System zu verstehen. Angefangen von Yin und Yang, von den fünf Elementen, den Wandlungsphasen. Dann geht es weiter über die Zhang-Fu-Theorie, das heißt die verschiedenen Organsysteme. Wie hängen Krankheiten zusammen mit verschiedenen Organen? Was passiert, wenn ein Wind mich trifft? Was hat das mit dem Organsystem zu tun? Was hat das mit den Leitbahnen zu tun? Welche Meridiane? Die meisten, Frau H., ich glaube, das wäre super. Dankeschön. Könnten Sie Ihres ausstellen? Ja, das ist toll. Dankeschön. Jetzt bin ich wieder da. Also, genau, die meisten von Ihnen kennen Meridiane. Das haben Sie mit Sicherheit fast alle schon mal gehört. Wo verlaufen sie? Es gibt so viele verschiedene Meridiane. Es gibt die 12 ganz normal, die man kennt, aber es gibt noch viele verschiedene mehr. Was hat das für Ursachen, wenn man eine Erkrankung auf einem Meridian hat? Was passiert, wenn ich auf einem Meridian einen bestimmten Punkt nadele? Das sind alles Dinge, die Sie ganz ausführlich lernen werden. Für jedes Organsystem, für jede Leitbahn ist sehr viel Zeit da, um es wirklich zu verstehen, und man muss es verstehen, um wirklich gut behandeln zu können. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, aber es ging dann ganz gut. Was natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn Sie in der Ausbildung sind und das alles lernen und die Theorie lernen, was mache ich, wenn jemand zu mir kommt? Wie erkenne ich überhaupt, was der für eine Krankheit hat? Wie erkenne ich überhaupt, auf welchem Meridian er behandelt werden soll? Das lernen Sie in einer wirklich ausführlichen Anamnese. Das heißt, es geht auch wieder, was man natürlich in der Heilpraktika-Ausbildung auch hat, es geht ums Anschauen, ums Hören, ums Riechen. Es geht aber auch ganz wichtig in der chinesischen Medizin um die Pulsdiagnose. Das ist etwas, was für uns immer wichtiger geworden ist, da hier bei uns am ZFN, da wir festgestellt haben, dass der Puls einfach so ein unglaublich wichtiges und aussagekräftiges Indiz ist, um Krankheiten festzustellen. Und daher wollen wir das immer mehr ausweiten, um auch wirklich in die Praxis gehen zu können. Was noch ein großer Inhalt ist dieser Ausbildung, ist natürlich auch, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist das Schröpfen, also Schröpfen, Moxiposition, das heißt noch verschiedene Therapieverfahren. Es gibt ja in der chinesischen Medizin sehr viele Methoden, die man auch neben der Akupunktur machen kann, wo man eben auch den Körper wieder in Schwung bringt und oder tonisiert. Und das werden Sie hier auch lernen. Und es ist eine ganz spannende Geschichte, zum Beispiel zu schröpfen. Dummerweise wollte Ihnen eigentlich ein Bild zeigen von einer wahnsinnigen Schröpfkopfbehandlung, wie man mit Feuer wirklich auch Eindruck schinden kann in der Praxis, wenn man Schröpfköpfe aufsetzt. Also das ist eine ganz tolle Sache, und das lernen Sie hier auch bei uns am ZFN. Und das ist dann auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, so jetzt habe ich im Groben kurz die theoretischen und praktischen Inhalte vorgestellt. Was in der Praxis im zweiten Jahr auch noch sehr viel sein wird, ist, dass Sie Live-Patienten da haben. Das heißt, Sie können dann auch wirklich das, was Sie im ersten Jahr gelernt haben an Theorie, praktisch an Patienten anwenden. Es werden Patienten einbestellt, die einfach mit einer Krankheit kommen, und die schauen Sie dann an für den Puls, schauen sich die Zunge an, und dann geht es darum, ein schönes Behandlungskonzept zu erstellen. Und nach diesen zwei Jahren sind Sie in der Lage, wirklich als TCM-Therapeut mit Schwerpunkt Akupunktur behandeln zu können. Und ich versuche mal, Frau Adriana ein bisschen stumm zu stellen, aber ich weiß nicht, oder Nepomuk, könntest du das noch schaffen? Ah, er macht es schon. So. Genau. Haben Sie, also wenn Sie Fragen zu den Inhalten haben, dann können Sie auf jeden Fall sofort immer auch dazwischen rufen, dazwischen fragen, beziehungsweise in den Chat reinschreiben. So, ich gucke nochmal gerade. Also es sind schon, ich weiß noch nicht, ob nicht das irgendwas an meinem, ich hoffe, Sie hören mich alle gut. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja,
Ich sehe jetzt gerade einen Daumen vom Nepomuk. Also insofern muss es klappen. Wenn ich ihm zu schnell bin, wenn ich ihn einfach zu viel, zu schnell erzähle, dann sagen Sie einfach mal bitte langsamer oder können Sie das nochmal wiederholen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hätte eine Frage. Ist die chinesische Kräutermedizin ebenfalls Bestandteil der Ausbildung? Nein, es ist kein direkter Bestandteil. Wir haben in der Ausbildung, wie gesagt, das ist der Schwerpunkt Akupunktur. Es geht ein Wochenende, gibt es einen Einblick in die Kräutermedizin. Die Pharmakologie der TCM ist ein unglaublich umfassendes Gebiet und es ist wirklich ja, nicht so leicht zu erlernen. Also das würde diese 2-Jahres-Ausbildung absolut sprengen. Wir hatten bis vor kurzem eine 15-monatige Ausbildung nur für die Kräutermedizin. Die haben wir in diesem und im letzten Jahr ausgesetzt und dieses Jahr auch aufgrund von Corona. Wir bieten momentan eine Online-Ausbildung zur Kräutermedizin an, die startet in der nächsten Woche. Und was sehr gut besucht ist, die sehr gut besucht ist und ich denke, das ist auch ein sehr gutes Format, um die chinesischen Kräuter zu lernen. Also insofern in der Ausbildung der TCM-Akupunktur sind die nicht mit enthalten. Genau. Aber eine gute Frage. Was wir mit enthalten haben, was sehr schön ist, was an dem ersten Wochenende stattfindet, ist ein, oder am zweiten Wochenende ist ein Qigong-Unterricht von der Chiro. Das heißt, sie werden auch einen Abend wirklich schön in das Qigong eingeführt und machen wirklich schöne Übungen, die sie dann ganz entspannen und als sie einen Einblick bekommen, dass Qigong auch ein wichtiger Teil der chinesischen Medizin ist. Und sehr gut unterstützen kann, vor allem für Sie selbst als Therapeuten ist das ein wichtiger Part. Da kann ich gleich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Das bleibt leider bei diesem Infoabend nicht aus, dass ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, da ich nämlich das Glück hatte, auch mit der Chiro 2-mal nach China zu fahren. Was eben auch ein toller Bonus dieser Ausbildung ist, dass es möglich ist, alle 2 Jahre, außer Corona kommt dazwischen, nach China an die Universität von Chengdu zu reisen. Da können Sie hospitieren in der Klinik, also in der Klinik von Chengdu. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Ich habe das gleich 2-mal mitgemacht. Und das erste Mal war wunderschön. Also es war hochspannend. Wir durften in 3er-Gruppen mitlaufen mit Ärzten und die Unterschiede auch erkennen zwischen einer westlichen Akupunktur und der chinesischen Akupunktur, was wirklich ein großer Unterschied ist, schon allein von den Nadeln, die für die Chinesen benutzt wurden und für die Europäer. Das war schon interessant. Und dann durften wir ein Wochenende mit dem Qigong-Meister von Chiru auf einem Berg üben, in einem Kloster. Und das war eins der wirklich schönsten Begebenheiten. Das hat unglaublich viel Freude gemacht und es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Also wie gesagt, so komme ich jetzt gleich dazu, dass man in dieser Ausbildung auch mit nach China reisen darf. Ist die chinesische Ernährungslehre ein Bestandteil der Ausbildung oder empfiehlt ihr dazu den ZFN-Intensivlehrgang? So, genau, auch eine sehr gute Frage. Wir haben es gibt 2 verschiedene Varianten. Es gibt momentan einen chinesischen Ernährungslehre-Lehrgang, der angeboten wird, nicht für TCMler. Das heißt, den kann jeder machen. Das ist ein 5-Elemente-Ernährungslehre-Workshop oder Lehrgang und da braucht man keine TCM-Kenntnisse. Wir aus der TCM-Abteilung haben einen TCM-Diätetik-Lehrgang. Das heißt, da braucht man auch wirklich TCM-Kenntnisse dafür. Das heißt, man muss auch wirklich nach den pathogenen Faktoren behandelt man über die Ernährung. Das ist in dem normalen Lehrgang, den wir jetzt von unserem Ernährungslehrebereich haben, nicht mit enthalten. Das heißt, es sind keine chinesischen oder keine TCM-Kenntnisse vorausgesetzt. Wir bieten das an. Wir haben das aufgrund von Corona, mussten wir das jetzt leider auch für dieses Jahr unterbrechen, aber wir hoffen, dass das im nächsten Jahr wieder stattfindet. Tatsächlich wirklich eine Diätetik-Ausbildung speziell für TCMler. Aber in dieser Ausbildung ist natürlich immer wieder davon die Rede, was gut ist für den Körper, aber es ist ein sehr umfangreiches Gebiet, die Diätetik. Und die sollte man wirklich separat dann auch besuchen. Genau. Ich
Sie sehen jetzt hier die Ausbildungswochenenden von dem ersten Jahr. Wir starten eben, wie gesagt, am 22. bis 24. Januar und gehen dann durch das ganze Jahr bis, jetzt sehe ich hier gerade, da fehlt ein Wochenende. Da haben wir im Dezember haben wir auch noch ein Wochenende. Das ist dann Wochenende Nummer 11. Das hat wahrscheinlich nie mehr aufgepasst, aber die Termine stehen auch alle sonst noch im Internet. Die Unterrichtszeiten sind immer freitags abends von 18 bis 21 Uhr. Sie haben oftmals die Möglichkeit, sich gerade freitags auch noch vorher zu treffen, hier vor dem Unterricht. Uns ist sehr wichtig, dass Sie gleich von Anfang an Lerngruppen bilden, Übungsgruppen, um auch wirklich ins Nadeln reinzukommen, ins Üben. Und Sie können sich hier auch vor dem Unterricht treffen, um zu akupunktieren. Das Material haben wir natürlich auch da. Und insofern, je mehr Sie üben, desto besser, damit Sie danach dann eben auch wirklich keinerlei Scheu mehr haben. Samstags ist der ganze Tag von 9 bis 17 Uhr Unterricht und am Sonntag dann von 9 bis 13 Uhr. Wir haben hier das ZFN Bistro. Ich hoffe, das ist dann auch wieder auf. Momentan hat es geschlossen, aber in 2 Wochen soll es wieder öffnen. Das heißt, Sie haben auch eine Mittagsverpflegung hier und eine Frühstücksverpflegung. Das ist eine sehr schöne Sache, die wir hier im ZFN auch noch haben. Genau, die Unterrichtstermine für das zweite Jahr geben wir dann natürlich umgehend, sobald wir sie haben, bekannt. Und ich würde ja jetzt gerne eigentlich schon an Chirou weitergeben, bevor wir jetzt noch weitermachen. Ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen über die Kosten reden. Ja, ich glaube, mache ich das doch ganz kurz. Also, die Ausbildung ist immer sehr gut besucht. Wir hatten letztes Jahr eine sehr lange Warteliste für diese Ausbildung. In diesem Jahr sind wir begrenzt, was die Teilnehmerzahl angeht. Aufgrund der Corona-Maßnahmen werden wir hatten letztes Jahr Teilnehmer von 28 und das war an sich schon zu viel und wir werden dieses Jahr maximal 21 Teilnehmer zulassen dürfen. Das heißt, je schneller Sie sich anmelden, desto besser. Wir haben die Möglichkeit oder Sie haben die Möglichkeit, noch den Frühbucherrabatt zu nutzen bis zum 30.09. Das heißt, es würde Ihnen 150 Euro von der Kursgebühr abgezogen werden. Und wenn Sie unter den ersten 10 Anmeldungen sind, bekommen Sie noch einen Seminargutschein von 50 Euro, den Sie bei uns einlösen können. Zum Beispiel für einen Kräuterkurs der TCM oder TCM-Diätetik. Das können Sie dann gleich mit anrechnen lassen. Wenn Sie sich noch unschlüssig sind, lassen Sie sich bitte einen Platz reservieren, weil dann haben Sie den Platz schon mal sicher. Sie können auch die Bildungsprämie nutzen. Es gibt die Möglichkeit, unter gewissen Voraussetzungen eine Bildungsprämie zu beantragen. Das sind 500 Euro, die man im Jahr dazu bekommt. Das heißt 1000 Euro weniger, dadurch, dass es ja 2 Jahre sind. Das wäre eine gute Sache. Infos dazu finden Sie bei uns auf der Homepage. Genau, jetzt habe ich gerade ganz kurzfristig, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und zwar, Sie haben als Sie reingekommen sind in unser ZFN-Portal, da finden Sie auch unsere Prospekt, wo nochmal alles aufgeschrieben ist, auch die Preise, die Daten, Inhalte der Ausbildung und eben auch unser Anmeldeformular. Wenn Sie sich anmelden wollen, können Sie das Formular ausdrücken, drucken, ausfüllen und unterschreiben und dann mich zurücksenden. Oder Sie können das auch online machen. Man kann das ja heutzutage auch online ausfüllen, sogar mit Online-Unterschrift und mir zurückmailen. Das ist alles machbar. Das heißt, das finden Sie hier, findet die Ausbildung jährlich oder alle 2 Jahre statt. Die findet jährlich statt. Jedes Jahr beginnt die Ausbildung. Das heißt, wir haben immer in einem Jahr läuft das erste Jahr und in dem zweiten Jahr läuft dann das zweite Jahr der Ausbildung. Dadurch, dass Herr und Frau Witzer das parallel machen, das heißt, die Dozenten wechseln dann von einem Klassenraum zum anderen und unterrichten beide Jahrgangsstufen. Was Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie ein Wochenende verpassen, wenn Sie nicht da sein können, dann haben Sie die Möglichkeit, das auch zu wiederholen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist auf jeden Fall kostenfrei möglich. Ja, also Chirou, was meinst du jetzt? Magst du? Ich glaube schon, oder? Wenn du fertig bist. Ja, ich könnte noch ganz viel reden. Ich,
könnte auch noch ganz viele kleine Anekdoten erzählen aus China oder aus von meiner Ausbildung, aber ich glaube, jetzt fängst du lieber an. Wo möchtest du denn hin? Darf ich dich zu deinem Werdegang bringen? Okay, hallo alle zusammen. Weisanghao. Ja, mein Name ist Xiru. Xiru ist mein chinesischer Name. Aber ihr seht, steht in der Tafel, mein Name ist Ru Xiritze. Weil in China, die Vorname kommt immer zum Schluss. Genau deswegen, mein Name heißt Xie Ru. Xie ist Familienname. In China sagen wir immer Xie. Und Ru ist der Vorname. Wie hier manchmal in Bayern sagen wir Wagner Sip oder so, habe ich mal gehört. Bin zu nice, jetzt geht's. Okay, mein Name ist Xie Ru. Gut, also in offiziell steht mein Name Ru Xie Ritze. Also das ist die Deutschordnung. Deutsche Name ist der Vorname vorerst und dann kommt der Familienname, weil ich mit einer Ritze verheiratet, deswegen heißt es Xie Ritze. Das ist meine deutsche Familienname. Vorname ist Ru. Aber warum nennt wir alle Xie Ru? Weil Ru ist zu kurz von der Ton. Ru kann man nicht schreien oder kann sie nämlich nicht gar nicht schimpfen. Deswegen sagt man in China, wenn man nur ein selber hatte, dann nimmt man die Familiennamen noch dazu. Deswegen heißt es Xie Ru, die zwei umgedreht. Familiennamen zum Erst, Vornamen zum Schluss. Deswegen heißt es Xie Ru. Ich bin Xie Ru. In Kurs sind wir alle per Du. Genau. Julia möchte unbedingt, dass ich erzähle, warum komme ich zur chinesischen Medizin, zu TCM. Natürlich in der damaligen Zeit, wo habe ich angefangen, 78 habe ich die TCM angefangen, da war TCM in China keine gute Ansicht, weil jede möchte nur moderne Medizin studieren, Schulmedizin studieren. Weil ich bin zu TCM gegangen, nicht aus meinem eigenen Wille, weil sie per Zufall bei der Gesundheit checken, damals, wenn man studiert, das ist der erste Jahrgang nach der Kulturrevolution, 77, 78, und die haben da auch Gesundheit checken müssen, wer dann geeignet oder nicht. Da haben die eine gute Arzt, da muss ich heute Anerkennung geben, der hat es gesehen, wenn man so vier Mädchen vor ihm steht, muss man mit Unterhose vor ihm stehen, da sieht er meine eine Beine, eine Zentimeter zu kurz. Dann sagt er, diese Mädchen ist für Schulmedizin nicht geeignet, auch für andere, was moderne Medizin oder Technik, das ist, da bin ich sozusagen behindert. Deswegen durch diese Zufall, also, für chinesische Medizin, dann passt schon. Der chinesische Medizin, da braucht nur sitzen und ein bisschen Posttasten. Zunge gucken und dann schreibt der Rezeptur oder sitzt ein paar Nadel, das schafft das Mädchen schon. Deswegen damals, dann bin ich reine durch meine Schicksal in der TCM gegangen. Da war ich natürlich als 17-jähriges Mädchen total traurig. Ich habe mich jahrelang dafür geschämt, weil die meine alle Klassenkameraden oder vom Abitur lernten moderne Medizin oder moderne Technik und ich muss diese ganze alte, uralte TCM nennen. Ich habe vorher überhaupt keine Ahnung. Und in meiner Klasse natürlich, als ich damals war, ich eine der jüngsten, 17, gibt es eine nur 16, aber sind meistens 25, 30 und die haben schon ein bisschen Lebenserfahrung. Aber wie kann ich diese lernen? Aber Vorteil ist, mit 7 hat man gutes Gedächtnis. Da haben wir die ganzen Klassik auswendig lernen können. Das ist easy. Dadurch habe ich immer noch gute Vertrauen gehabt, dass ich diese auch lernen kann durch gutes Gedächtnis. Mit der Zeit muss ich sagen, heute, ich bin so was von dankbar mit meinen kurzen Beinen, eine Seite kürzer. Ich bin nicht behindert. Schreckt ja nicht, wenn ihr mich seht. Ich kann alles machen, ich kann sogar laufen und alles Sport machen, aber ich habe selber nicht gewusst, dass ich diese Probleme hatte. Aber durch dieses Schicksal, ich sage, das Schicksal meint es manchmal gut, meistens gut mit uns. Dann bin ich zu TCM gegangen. Ich kann nur sagen, ich bin so dankbar zu meinem Schicksal. Und deswegen heute möchte ich auch zu euch sagen, Welcome zu TCM-Welt. Also je länger, je mehr man drinnen ist,
kauen, nachkauen oder versuchen, diese TCM zu nehmen, im Alltag, nicht nur in der Praxis der Patienten zu behandeln, sondern im eigenen Leben, das zu nehmen, zu verstehen, je mehr hat man Benefit, je mehr liebt man diese Medizin. Dieses TCM, ich finde, ist es nicht nur eine Medizin, sondern ist ein Lebensweg, ist eine Lebensphilosophie, ist eine Denkweise. Und dies schätze ich sehr, sehr viel. Und auch in der Praxis, wenn man mit unseren Patienten unterhalten, und dann merke ich auch, das ist auch eine Punkt, wo meisten Patienten begeistert sind, weil die ganzheitliche Medizin. Und diese Ebene ist natürlich uferlos. Wo fange ich an? Das ist so diese Infoabend. Was soll ich erzählen? Habe ich vorher gedacht, was soll ich erzählen? Wir haben eigentlich in China 5 Jahre Studium und hier sollte ich nur eine Stunde was irgendwas erzählen. Aber ich denke mal, vielleicht genau auf diesen Punkt, weil die chinesische Medizin ist eine ganzheitliche Denkweise. Nicht nur, wenn man krank ist, sondern auch, wenn man gesund ist. Wie lebe ich dann in den gesunden Rhythmus? Was ist die Grundbasis oder was ist die Grunddenkweise? Das ist natürlich, wissen wir alle, das TCM basiert auf diesem philosophischen Begriff des Yin und Yang. Ich glaube, das kennen wir alle. Julian, kannst du mal dieses Yin und Yang-Bild darstellen? Und das können wir am besten, das Yin und Yang, ich glaube, haben wir genau diese Zeichen, die sehen wir überall und sogar bei manchen Klamotten oder überall. Das ist fast viel zu viel. Aber ich glaube, wenn man dies wirklich verstehen und vor allem üben, das ist eine, nicht mal neben mehrere Generationen Aufgabe, um dies wirklich zu verstehen. Das ist diese ganzen chinesische Medizin, oder chinesische Denkweise, kommt aus diesem Bild. Was ist Yin und Yang? Dieses Tag und Nacht, Mann und Frau, wenn man einfach sagt, Technik sagt, aufstehen und unterliegen und hochspringen und fallen wieder runter und essen, Ausscheidung, einatmen, ausatmen, links, rechts, also so einfach. Aber das ist unser Rhythmus, das heißt Yin und Yang, Bewegung und Ruhe. Was nehmen und wieder was ausgeben. Dies Yin und Yang, in unserer chinesischen Medizin sagt Yin und Yang, ist es eine zwei Aspekte in einer Einheit. Das sieht man hier, dieses zwei Aspekte, das Dunkle nennen wir das als Yang, weil es ist normalerweise rot. Und hier machen wir weiß, näher ist es in das absenkend. Das aufgeht und dann wieder absenkt. Das ist eine in eine Einheit in diese runde Kreis. Dieser runde Kreis, denken wir, das ist unser Körper. In unserem Körper, was passiert da in unserem Körper, ist eigentlich auch diese Yin und Yang bewegen. Wir stehen auf in der Früh, tagsüber, gehen wir in der Arbeit, volle Aktivität, in Bewegung und frisch und aktiv. Und was ist dann, wenn es langsam Abend kommt? Dann sitzen wir in Couch und langsam, dann wenn es Dunkelheit in der Nacht kommt, dann liegen wir hin zum Ausruhen. Dann kommen wir zu unten Punkt, zu Yin. Und den nächsten Tag wieder in der Früh wieder aufstehen, Aktivität und wieder langsam jetzt Abend. Normalerweise gehört zum ruhige Zeit. Aber leider haben wir noch Yin vor Abend. Genau. Und dann kommen wir langsam zur Ruhe. Das heißt, in chinesisch Denkweise heißt es, wir muss das Dao folgen. Was ist das Dao? Die Rhythmus. Yin und Yang. Auf und runter. Und einatmen und ausatmen. Wenn dieser Kreis, dies harmonisch immer hin und her schaukt, in Gleichgewicht balanciert und dann sind wir gesund. Dann wird man nicht krank. Ich sehe, dass mein Bild ist ganz okay. Dann ist Gleichgewicht. Dann bleibt ein Mensch in einem gesunden Zustand. Solange diese Schaukel, diese Balance zwischen Yin und Yang und aus dem Gleichgewicht ausgerastet, dann kommt die Krankheit. Wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel. Wie gesagt, hier ist Yang-Leg aufstehen, Bewegung, und aber nach der bestimmten Bewegung, dann müssen wir wieder zur Ruhe kommen.
Und deswegen Bewegung ist Yang, produziert Energie. Wenn man bewegt, dann wird mein Körper warm. Das wird Yang-Lik, Körper ist warm. Aber wenn man überbewegt, die Punkt überschreiten und dann kommt es plötzlich zu kalt. Deswegen diese Dosierung. Bewegt das Yang bis zu einem gewissen Zeitpunkt, zu viel Bewegung, dann schadet uns wieder. Eine kleine Bewegung in diesem Raum stärkt unser Yang und stärkt uns. Aber dann müssen wir die Zeit, deswegen, das ist ein Grenzenpunkt, wenn man hier aufhört, dann kommt er wieder zur Ruhe. Dann nährt unsere Yin, sammelt unsere Energie. Aber wenn ich die ganze Zeit 24 Stunden nur in Bewegung oder Marathon laufen, Tage lang nur laufen, ohne Ruhe, ohne Essen, ohne Trinken, können wir aushalten? Nein, das machen wir natürlich, jede weiß, machen wir kaputt, machen wir uns krank. Und deswegen, das jeden Tag eigentlich, wir folgen diese Rhythmus. Essen, trinken, dann, was müssen wir ausscheiden? Wenn wir nur trinken, essen, ohne Ausscheidungen. Wie viele Leute leiden in Deutschland an Verstopfen? Und dann ist die Balance auch gestört. Wenn es gestört ist, was dann kommt die Patientin in die Praxis? Ich habe keinen guten Appetit. Das ist auch oft, man kann sich nochmal bitte einen kleinen Appetit machen, aber ich kann nicht ins Toilette gehen. So ein einfacher Beispiel, dann was denken wir dann in der chinesischen Medizin? Dann sagen wir, natürlich, dieses auch diese Yin und Yang bewegen, nehmen, zu sich nehmen und die Nosnasen, diese Gleichgewicht ist gestört. Da muss man helfen. Natürlich, dann kommen wir zu Zhangfu, das Absenkende, das nach außen bringende, Nosnasen, abtransportierende Energie ist gestoppt oder gemindert. Dann deswegen kommt er in Krankheitszustand. So, das ist eine ganzheitlich Denken. Genau. Das ist diese Yin und Yang. Und auch dieses nicht nur in der Krankheit zum Beispiel, wie gesagt, Hitze ist gut, Wärmen ist gut. Das ist auch diese, genauso hier, wenn man also klein geboren war, diese Nacht, stehen wir in der Früh auf und bis hier und dann gegen Mittag ist es starke Sonne. Das heißt, aber was macht die Natur? Dann langsam kühlt sich ab und bis abends in der Nacht wieder kühl. Das ist ein Tagesrhythmus. Das ist unser Tagesrhythmus. Das heißt, und aber diese Rhythmus von Yin und Yang, das ist auch ein Jahresrhythmus. Das ist Winter zum Beispiel, dann kommt der Yang wieder hochsteigen, dann ist es Frühjahr. Dann mehr Yang wird wärmer und dann weiter die Hitze darf steigen, das Yang, dann kommt der Hochsommer. Da waren wir jetzt schon vorbei. Hochsommer ist schon vorbei. Und das ist sehr heiß, sehr warm. Dann, aber hier, da geht's wieder langsam runter. Die Tage werden immer kürzer, werden immer ein bisschen abgekühlt. Und dann kommen wir zur Herbstzeit wieder. Und hier langsam gehen wir wieder weiter tief tauchen in der Winterzeit. Aber diese Rhythmus, das sieht man in der Natur, ist wichtig. Wenn es nur heiß, Temperatur steigt, ohne diese Grenzen, was kommt dann? Weiter nach oben ausrasten, dann kommt zur Naturkatastrophe, Waterverbrennung und Dürre. Deswegen dann sieht man in der Natur, wenn das Yin und Yang disbalanciert, wenn ein Aspekt zu viel überwiegend, dann kommt es zu Krankheit, Naturkrankheit. In unserem menschlichen Leben auch so, wenn ich nur versuche, immer bewegen oder keine Ruhe sich sammeln, dann Körper entwickelt sich enorm Hitze. Und wir wissen schon, wenn ich sich enorm bewegen, Aktivität verbrennt der Benzin. Natürlich, verbrennt der Stoff. Deswegen, wenn es immer bewegt, und da kommt der viel Hitze nach oben, aber unten der Stoff, die Öl, dieser Tank, wird es näher. Auf einmal versagt uns. Oder dann kommt der oben ganz große Hitzeproblem und unten dieser Tank, diese Yin, diese Essenz, das Wasser wird es verbrennt. Und kommen wir zu Disbalance. Deswegen kommen wir zu Hitzekrankheit, zu Schwäche-Hitzekrankheit. Dann
Andere Seite, wenn man genau verkehrt machen, bewege ich mich nicht, Bewegung ist Mord. Deswegen gibt es diesen Satz, Bewegung ist gesund, das Leben liegt in Bewegung, das ist es, stimmt. Aber andererseits ist, Bewegung ist Mord. Das ist die Menge. Und wenn sie nicht bewegen, was machen wir dann? Immer Ruhe, Couch, wie nennt ihr in Deutschland? Couchpantoffel, oder? Und nur sitzen. Couchpotato. Okay. Und dann nur sitzen und essen, nicht bewegen, das kennen wir schon, ohne bewegen, Stoff zu sich nehmen, essen, trinken und sitzen. Das sammelt sehr viel in, ohne bewegen, da kann der Yang nicht entfalten, dann sammeln wir sehr viel im Körper. Und diese Schwere in unser Körper eingesammelt und dann, was haben wir dann? Wir kriegen auch eine große Körpergewicht. Und du kommst, weil sie nicht bewegt, weil der Stoff, was sie nicht verbrennt. Und deswegen sammeln wir das in, der wird immer, immer zu viel und ohne bewegen. Zum Schluss, Yang wird immer wenig. Deswegen bei extrem Übergewichtspatienten, jede Bewegung, ein kleiner Yin, immer groß, gibt's ja, Fernsehen habe ich gesehen, 200 Kilogramm, eine junge, bumm. Jede Bewegung, jeder Schritt ging, ist sein Leben gefährdet. Plötzlich Herzinfarkt. Deswegen also nur Bett liegen, weil die ganzen Körper sozusagen, das ist nur von Yin, eine kleine hauchdünne Yang. Sobald es bewegen kann, sie das Yang ausflippt. Wenn das Yin und Yang sich trennt. Auseinander geht's, dann ist das Leben zum Ende. Deswegen Trennung des Yin und Yang, das ist eine Ende des Lebens. Das ist genau wie der Ehepartner. Wenn du verheiratet bist, bist du Familie Wagner, Frau Wagner und Herr Wagner. Gibt es eine Erscheinung, Familie Wagner. Aber das ist, wenn Frau Wagner und Herr Wagner sich trennt, gibt diese Familie Wagner nicht mehr. Wenn Yin und Yang sich trennt, gibt es diese Person, diese Einheit, diese Persönlichkeit, diese Gesundheitswesen nicht mehr. Das ist für uns der Tod. Genau. Natürlich, die Yin und Yang sich wieder trennt und da kann er wieder sich mit irgendjemand anderem treffen. Genauso Frau Wagner kann wieder eine Herr Fischer heiraten oder was. Aber da gibt es wieder andere Familie, Form und andere Bild. So, das ist die Chinesische mit Yin und Yang. Aber auch dieses genauso in unserer Beziehung, genauso Yin und Yang, wie gesagt, dieses zwei Aspekte in deinem eigenen Körper. Da musst du immer schauen, meine Yin und Yang sich im Gleichgewicht harmonisch, ob das Essen und Ausscheiden, ob das Bewegen und Ruhe, Aktivität oder Ruhepause oder auch das Geben und Nehmen. Weil jede in Deutschland, jede möchte ganz viel Geld verdienen, ganz viel Material sammeln, aber es ist auch sehr gefährlich, wenn man nur zu sich nehmen, das sammeln, das auch Geld ist nicht nur ungefährlich, auch material und stofflich. Wenn du so viel sammelst, aber diese Yang, diese Geben, diese großzügige nach außen Nussnasen nicht stimmt, auf einmal du bist voll in bei der Sammlung Stoff, Geld, Kapital und Besitz ist in. Wenn du so viel Besitz tragen möchtest, du musst auch so viel Yang haben, das Qi haben. Sonst diese ganzen Besitze erdrückt dich. Da ist es zu viel in, auf einmal ist es sehr gefährlich. Das auch kann auch Leben kosten, sag mal. Weil nicht nur in unser Leben, sondern auch in diese Außenerscheinungen, wo, was du hast, was du besitzt, wie du die Denkweise, wo es dein Kopf Denkweise ist. Wenn du nur vom Besitz nicht loslassen kannst, das Besitz besitzt dich auch. Dann kannst deine Yang, deine Geist oder deine Qi auch nicht mehr bewegen. Das ist auch gefährliches Zeichen. Das heißt, in wird immer mehr, immer mehr. Da hast du gar keinen freien Raum mehr zu bewegen. Und das Yang, die Freiheit, diese freien Geist, freie Bewegung hast du nicht mehr. Dann ist es auch ganz gefährlich. Das kannst du auch schwer erkrankt werden oder kann auch irgendein Unfallbau, das beobachtet auch sehr viel in der Praxis, weil zu innig ist dieser Mensch. Und deswegen das Yin und Yang auch in Besitz oder auch in Beziehung auch wichtig. Wie sieht man eine Beziehung? Das ist Yin und Yang, wie gesagt, in deinem Körper eine Yang und Yin, Mann und eine Frau. Aber in einer Familie, in der Partnerschaft, wenn du das Yin und Yang anschaust,
der Yang geht hoch, angenommen, das ist deswegen in der Partnerschaft immer, einmal mal geht der Mann in die Arbeit, zur Ausbildung, macht den Beruf, Karriere. In dem Moment, was sagt der gute Frau? Ich unterstütze dich, gehst du nach vorne, weil dieses, dann weiß, nächsten Moment, da komme ich dran. Deswegen habt ihr oft mal gesagt, der Männer nach außen, ein guter, erfolgreicher Mann hat er zu Hause eine gute Frau, oder? Sonst geht nichts. Genau. Oder wenn der Mann erfolgreich ist, gefällt er die Scheidung, wenn diese Frau nicht mitkommt. Genau. Und das heißt, die Frau muss die Männer unterstützen, aber das nächste Moment eine gute Beziehung ist, dann, wenn nicht diese hoch ist, dann muss er auch wieder runterkommen, dass es der ihn, dass die Frau auch immer hochschaukelt. Dass die Frau muss sich auch entwickeln, völlig egal, ob sie beruflich eigene Persönlichkeit oder irgendwas lernen oder irgendwas, dieses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, diese innere Energie. Ich meine nicht, dass jede erfolgreich muss, gar nicht. Persönlichkeit, Entwicklung meine ich, das hinterher mit sich schauken. Wenn nur eine Seite ganz groß, die andere fühlt sich immer ganz klein. Oder die Männer macht die Frau ganz klein, dass du nichts schaffst. Und dann diese Beziehung ist eine Schiefbeziehung, ist eine Krankbeziehung und dann kann das Yin und Yang sich nicht gedeihen, nicht gut entwickeln. Und das ist auch in der Beziehung, muss man auch lernen, mal hin und her. Und als Kinder klein war, natürlich, Julia hat auch jahrelang nach deiner TCM-Ausbildung super gelernt, aber auch deine Zeit für deine Kinderfamilie gewidmet, oder? Und genau, und dein Mann vorwärts. Ex, jetzt schon. Wahrscheinlich ist jetzt ist es Yin und Yang nicht gut beherrscht oder nicht gut gelenkt. Aber jetzt schau, jetzt ist diese, die Kinder sind groß. Jetzt kommst du wieder aus zu seiner Bewegung. Wäre das viel, viel besser, wenn wir das Yin und Yang gut verstehen, das immer hin und her. Hin und her. Das ist wirklich miteinander hochschaukeln. Deswegen in unserer Behandlung, wenn ich eine Patientin behandle in der Praxis, das heißt, eine Patient, die macht ihre Energie immer die kleine Tai Chi. So ist, Patient sagt, ich muss wahnsinnig aufpassen, wenn ich einen Löffel zu viel essen, dann habe ich Magenschmerzen, es liegt alles in meinem Magen. Also kleines Chi, Katzenputzung. Aber trotzdem, die Patientin kann auch so harmonisch groß. Der Sager hat ein kleines Chi. Aber wir behandelt Patienten, versuchen, dass Yin und Yang noch ein bisschen diese Balance, das sehen meine Finger nicht. Sehr starkes Abbildung. Ja, du kannst einfach ein bisschen weiter zurückgehen. Und dann immer zurück, oder? Ja, und dann ist ein bisschen nach. So, genau. Diese Schaukel, diese Yin und Yang, diese kleine Schaukel, diese Merkmalstellung, das ist auch eine Balance. Aber das ist so klein, minimal. Aber da gibt's manchen Menschen, die ist gesund, die ist auf einmal zwei Pizzen, also trotzdem kraftvoll. Die kann auch vielleicht 20 Kilometer laufen, eine auf die 2 Meter schon fertig. Eine kann 20 Kilometer laufen, ist noch fit. Da ist diese Weg, groß ist deine Qi. Sag mal in China, deine Qi ist groß, ein großes Qi, großes Tai Chi. Deswegen, wir behandeln Patienten, versuchen, diese Schaukelei in ein bisschen größere Form, dass es immer ein bisschen mehr schaukelt. Da hast du eine harmonische Yin und Yang, aber nicht in diese Eierform, sondern vielleicht in eine große Fußball oder vielleicht noch eine Globus, noch größer. Dann wirst du immer stabiler und unempfindlich. Deswegen, wenn wir so kleine Kugel ist, schmeißen eine kleine Faktor, ein Stein in der kleine Eierbecher drinnen, ist der kleine Stein, ist ein Riesenfaktor, wirft es eine Welle oder überspringt. Aber wenn du deine Taiji so groß ist, wie eine Eimer oder eine Badewanne oder ein Meer, was soll das dann aufregen, wenn es ein kleine Steine einwirft? Da merkst du es nicht. Das ist der Unterschied, warum manche mich sehr empfindlich, manche dann nicht, weil ihre Qi unterschiedlich groß ist. Diese Kugel, das Tai Chi unterschiedlich. In der harmonischen Form und noch immer große machen. Öffne dich, machen dieses großes Tai Chi. Dann bist du, ja, kannst du mehr leisten, kannst du mehr aushalten, kannst du mehr, ja. Deswegen gibt's diese Happy Buddha in China, im Tempel, mit dem riesengroßen Bauch. Er sagt,
ich habe großes Tai Chi. Das ist noch nicht Bauch, wie bei einem Bierbauch. Da tragt nicht, das ist nur ein Haufen Schleim drinnen. Bei der Buddha, der Bauch heißt, ich habe großes Bauch, ich habe großes Brust, ich habe großes Chi, großer Raum. Ich kann ganz viele Menschen, ganz viele Dinge, wo ihr nicht aushalten kann, ich kann das gut aushalten, kann ich gut tragen, das mich nicht stören. Das ist dieses Sehen, dieser große Bauch oder große Mau, der Nacken. Das ist diese Yin und Yang, diese Einheit. Deswegen, man sieht es, unsere Krankheit in der Praxis, wenn ich hier, wenn ich oben die Hitze habe, ich habe Kopfschmerz oder habe ich Fieber, das heißt nicht nur dein Kopf Probleme hatte. Da müssen wir fragen, was hast du noch? Vielleicht hast du oben Hitze, aber möglicherweise diese Hitze kommt ganz von unten, von Leber-Niere, Yin-Schwäche. Zum Beispiel. Bei Wechseljahre Frau, Hitzewarnung, woher kommt es? Das ist nicht Hitze. Diese Hitze darf man nicht kühlen, sondern diese Hitze kommt ganz von unten, weil der Stoff zu wenig ist. Deswegen, wir behandeln die Patienten ganz anders. Oder jemand hat Schwindel oben, hat auch Migräneanfall, hat Schwindel und hat Bluthochdruck. Und das ist in der chinesisch, ja, in der normalen Schulmedizin, da gehst du, oder vielleicht hast du auch Glaukom, und da gehst du zum Augenarzt, gehst du vielleicht wegen Schwindel oder Kopfschmerz, gehst du zum Orthopäde, oder gehst du nur noch, weiß ich, innere Medizin. Aber in der chinesischen Medizin, dann, wenn wir diese Patienten Zunge, Puls durchchecken, diese alle Symptome, die Schwindel, die Kopfschmerz, Migräne, diese Augen, erhöhte Augendruck, oder dieses Schlafproblem, diese Unruhe, das vielleicht kommt nur von einem Problem. Das kann sein, dass nur eine Krankheit ist. Wenn man diese Ursache für diese vier verschiedenen Symptome behandelt, unten vielleicht ist ein Leberfeuer oder Leber-Niere-Yin-Mangel unten, da deswegen diese Hitze nach oben steigt, dann brauchen nur eine Rezeptur oder eine Akupunkturkonzept, dann, wenn es besser ist, dann diese verschiedenen Symptome, wird es besser. Es brauchen nicht vier, fünf verschiedene Medikamente, sondern eine, weil diese verschiedenen Erscheinungen nach außen, verschiedene Symptome, die gibt uns nur eine Hinweise, was da innen passiert. Für die TCM-ler ist wichtig, das zu verstehen, warum oben, unten, vielleicht ist in der Mitte nur eine Grund. Meistens ist es so. Es ist nicht so, dass drei, vier, fünf verschiedene Krankheiten ist. Und wir behandeln die Wurzel, behandeln diese Ursache. Und diese Ursache, wie finden wir? Dann durch Diagnose und durch diese Verstand ist das Yin und Yang. Oder auch innere Zangfu-Organ. Wenn es eine besser ist, dann bessert es alles. Das ist sehr häufig, gibt es sehr viele Überraschungen. Zum Beispiel oft immer, Patient kommt mit Migräne. Habe ich auch eine Patientin behandelt, die schon, glaube 40, 5 Mal Abgänge, keine Kinder, also deswegen haben die nicht geheiratet, ist zu mir gekommen wegen Migräne. Ich habe gesagt, ich behandelt, das ist Leber-Nieren-Schwäche, dass der Nebenfeuer aufsteigt. Dann habe ich gesagt, okay, wir behandeln Migräne, kann sein als Nebenwirkung, dass sie schwanger wird. Die Frau sagt, aha, Frau Ritze, das geht nicht mehr. Es ist schon 5 Jahre, ist nichts passiert, ich werde auch bald 40, das wäre der super Nebenwirkung, hat es gesagt. Tatsächlich habe ich die Frau fast ein Jahr behandelt. Weihnachten haben wir aufgehört. Ist Januar, ist in der Praxis, kam mit Blumenstrauß. Sie ist krank, sie ist schwanger. Wir behandeln nicht ihre Kinderwunsch, weil wenn du die ganzen Körper, das Yin und Yang, auch das innere Organ, harmonisch wird, die bessern sich nicht nur die Symptome, was man drauf anschaut, sondern die ganzen Körper, Zustand, diese Harmonie des Yin und Yang, die gesamte Verlauf Organismus oder dann bessert sich. Deswegen lauft der Kreis wieder rund und da ist es, alles wird besser. Dieses finde ich immer in der Praxis was Wunderschönes und nicht nur die körperlich, sondern die Patient mental oder psychisch. Persönlichkeit ändert sich. Natürlich, wenn das alles läuft, ist es, man weiß mal schon, wenn man Kopfschmerz hat, nach langer Zeit, wenn nie besser ist, werden die Menschen auch depressiv, oder? Dann startet einige immer gezogene Augenbrauen, werden die auch hässlich, weil die es nicht freuen. Nicht nachher ist es besorgt,
beklagt unter Druck mit der Krankheit. Wenn man die behandelt, wenn die Energie alles nauft, hat keine Schmerz mehr, plötzlich strahlt er auch Sonnenschein, Zufriedenheit. Deswegen, die Gesichtsmimik ändert sich, diese Schönheit kommt nach innen aus, deswegen oft merkt man, wenn du die Patienten behandelst, die Krankheit behoben, plötzlich findet eine Stelle. Oder plötzlich findet dieser Mann eine schöne Frau. Und umgekehrt, das ist die Heilung. Heilung in alle Ebenen. Auch Heilung in Ganzheitenebene. Das ist, finde ich, was Wunderschönes in der Praxis zu erleben. Aber ich denke, das ist nur ein kleines Beispiel. Ich muss aufhören, sonst wird es zu lang. Julia, ich gebe dir mal diese Redestabe. Bitte. Du musst jetzt kurz noch was beantworten. Die Monika hatte nämlich eine Frage. Die finde ich sehr gut, das weiß ich nämlich auch nicht. Dass man das Yin- und Yang-Symbol auch andersrum sieht. Also das heißt, wir haben es ja vorhin rausgesucht und du hattest ja auch gesagt, du möchtest genau das haben. Was ist der Unterschied? Das ist der richtige, aber diese Form, diese habt ihr so sehr gut aufgepasst, weil diese Yin und Yang, normal ist dieses bemalt. Am besten, wenn man diese Yang linke Seite und Yin unten Seite, diese bisschen halb drin ist besser. Aber ich habe am Anfang schon gesagt, das Denkmal ist rot bemalt, nicht schwarz, weil die ist farbig. Deswegen habe ich am Anfang dieses Rot als Yang und dieses Dunkel näher Schwäche als Yin. Deswegen habe ich am Anfang dieses Schwarz, denkt er als Rot. Da ist er Yang. Yang von unten, Yang, die steigt von unten nach oben. Yin senkt von oben nach unten. Das nimmt er als Rot, als Feuerfarbe und das als Schwarz, weil wir hier haben die nur Schwarz-Weiß. Genau. Genau. Oder das kannst du so und so nennen, wenn du das als feste nehmen, das Schwarz von Farbe hier ist Yin natürlich, aber das dicht, das so kräftiges ist wieder Yang. Aber das in der Unterricht, dann zeigt mir euch noch richtig. Genau. Also diese Farbe, weil die haben wir keine nur schwarz-weiß ausgedruckt und außerdem die kann auch nicht umdrehen. Aber Monika, hast du gut aufgepasst. Also wie gesagt, also diese aufsteigende ist Yang, absenkende ist Yin. Aber diese Kugel, leider habe ich diese Kugel nicht, aber ihr müsst flexibel sein, wenn ich eine Kugel habe, das ist völlig egal, wo ich hinstelle. Verstehen das? Und eine Becher hier, habe ich eine Becher. Genau, du musst ein Stück zur Seite. So super. Diese Becher, Yin und Yang, das dreht sich ja dauernd. Nur wenn wir auf den Tafel malen, seht ihr diese Tafel ordentlich. Aber diese kann auch genauso Kopf hier hängen. Aber die jeden Tag, jeden Augenblick, das Yin und Yang, das steht nicht immer so. Das dreht ja mit uns. Verstehen das? Das dreht. Genau. Nur zum Erklären, zum Darstellen, das ist das Einfache, das ist immer unendlich, immer in Bewegung. Nur in dem Moment, wenn es aufsteigend nach oben geht, nennt man das Yang. Wenn es absenkend, nennt man das Yin. Aber dieses bitte nicht falsch verstanden, das Yin und Yang, das Aufsteigen und Absenken ist nicht eine Nacht andere, sondern gleichzeitig passiert. Heben und Sinken, das ist immer das Gleiche. Heben, Sinken, immer gleich. Und Drehen ist links und rechts immer das Gleiche. Immer gleich. Nur um sie zu verstehen, machen wir heben, dann wieder senken. Jetzt, wenn wir die Natur beobachten, seht ihr so deutlich klar, in der Früh, wenn es ab 7 Uhr, 8 Uhr, vor 2-3 Tagen haben wir also einen Mondseenurlaub gemacht, da seht ihr den so schön in der Früh, dass diese Nebelig, oder? Auf der Erde. Das habe ich ja zu meinem Mann Fritz gesagt, oh, jetzt Himmel und Erde haben das kommuniziert. Denn mein Mann sagt, die haben Sex gehabt. Weil das ist in der Früh so viel Tau auf dem Gras und das ist die Himmelvater, die Himmelenergie kommt nach unten, befeuchtet die Erde. Das ist der nächste, warum Steinpilz? Momentan gibt es so viel Pilz. Plötzlich schießt alles aus dem Boden aus. Die haben diese Besuchen gemacht. Das heißt, Himmel und Erde kommunizieren, verkehren
wenn Mann und eine Frau sich verkehren. Die Hämeenergie kommt unten, ist Herbst. Und dann, wenn die Zeit, wenn es Mittag ist, zieht die Hämeenergie wieder nach oben, wieder trennt sich. Denn in der Mitte sind wir. Und Abend kommt wieder runter und die Erdeenergie dampft wieder. Und die haben sich wieder kommunizieren, sich begegnen. Dann denkt sich wieder, warum deswegen gibt es dauernde Pflanzen Lebenswesen durch diese Himmel sinken, Erde steigen. Da kommunizieren sich. Deswegen, wo kommen die Wolken? Wolken ist nicht, liegt in den Himmel, aber die Energie kommt von Erde. Die Erde dampft ihre Feuchtigkeit nach oben im Himmel, das ist die Wolken. Aber dann kommt der Wolken bis zum ganz oben, zum Grenzen, bestimmte Grenzen gibt's immer, dann kommt die Wolken wieder nach unten, kehrt wieder in die Erde zurück. Das ist Regen. Deswegen Wolken und Regen, chinesisch in den Roman sagt, Yin Yu Xiang Jiao, Wolken und Regen sich kommunizieren, dauernd abwechseln, deswegen gibt's ein Lebenswesen, deswegen gibt's uns. Wenn die nicht Verkehr, nicht gegenseitig besuchen, dann gibt's keine Pflanzen, gibt's keine Tiere, gibt's keine Mensch. Ist genauso, wenn unsere Vater, Mutter, Himmel und Mutter sich nicht gegenseitig besuchen, dann gibt es kein Kind. Nee, das ist der Yin und Yang, diese Hinne hier, kommunizieren und sich gegenseitig besuchen, dann entsteht eine neue Energie. Aber dann zieht wieder zurück und da wieder kommunizieren und wieder zurück. So ist es dauernd hin und her sich werben. Aber in eine harmonisch gleichgewichte Bewegung. Wenn es sowieso hoch, die bewegt nicht mehr unter, dann ist tot. Dann also ist Ende dieses Leben. Ja. Im Grunde ja dann so, was wir ja auch noch ein bisschen mit reinbringen müssen, dass ja dein Mann, der Friedrich, auch dabei ist, dass ihr das eben zusammen macht. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, also wie Yin und Yang. Das wollte ich nämlich eben noch ein bisschen erzählen, dass die Shiru eben von ihrem Mann Friedrich nicht, sondern beide leiten diese Ausbildung gemeinsam, also eben wirklich wie Yin und Yang. Dazu kommen aber immer auch noch andere Dozenten. Aber vielleicht möchtest du ein bisschen noch was über Friedrich erzählen. Aber nein, ich möchte nicht über ihn erzählen. Wenn er dann den Kurs machen, wird es immer eher persönlich kennenlernen. Ja, genau. Das ist eine Zeit für uns heute Abend zu kostbar. Ja, also wirklich. Also ich hab das immer sehr genossen mit ihm. Es ist wirklich ein sehr angenehmer Dozent. Ja, genau. Aber wir haben hier noch eine Frage von der Irina. Und zwar, ob die Zungendiagnose mit in der Ausbildung dabei ist. Auf jeden Fall. Shiro, möchtest du da noch ein bisschen was zu sagen? Wie wichtig ist die Zungendiagnose auch dabei? Genau, die Zungendiagnose ist natürlich dabei. Zunge ist noch wie, Julia hat ja vorher schon betont, Postdiagnose ist wichtig. Das stimmt. Post ist sehr wichtig. Aber Post von meisten westlichen Studenten sehr, sehr schwierig zum Tasten. Da finde ich, Zunge für uns ist viel einfacher. Genau, Posttasten mit der Zeit, meistens sind die Schule unzufrieden mit den Posttasten, deswegen haben diese auch verstärkt den Unterricht beim Postdiagnose mehrere Stunden. Das finde ich sehr gut, aber Zunge, ich sage immer, Zunge lügen nicht. Wer dann mir Zunge zeigt, sehe ich alles. Zunge in der chinesischen Medizin sagt, Zunge ist ein nacktes Zangfu-Organe. Wie es innere Energie ist, Herz, Lunge, wir brauchen keine X-Ray, brauchen keine MRT. Aber wenn ich Zunge sehe, und es zeigt mir innere Wahrheit. Nicht die Wörter. Wörter kann lügen. Aber Zunge selber, wie die ausschaut, die lügen nicht. Ob die Patienten sich geärgert, ob was so emotionale Feuer oder sich irgendwas Gedanken macht oder was gegessen oder was innere Schwäche, Schädigung, das siehst du ganz viel auf die Zunge. Aber natürlich, Zunge alleine reicht nicht, weil die manchen Symptome, die sie versteckt, zeigt nicht durch die Zunge aus, sondern durch den Körper. Durch die Haut, durch die Mimik oder durch den Gang, durch die körperliche Haltung. Deswegen, warum brauchen wir auch diese vier verschiedene Diagnostikmethode beobachten? Wenn Patienten manchmal kommt, man sieht es schon da sitzen oder irgendeine Haltung, das ist, oh, die Patientin ist so total eingesunken. Total, das Qi, die fallen sich zusammen. Also, da siehst du das Qi oder depressiv oder verhärtet, nach innen gesunken. Ich glaube, das sehen wir alle.
Das heißt, deswegen heißt es, wenn ein Arzt jemanden sieht, weiß schon, was er hat. Das ist eine der oberste Güte. Aber wenn wer das noch nicht hat, oder vor allem bei Frau, durch das Schminken, durch diese eigene Mimik und sich, manchen kann sich gut schauspielen, verstecken. Deswegen, wer muss auch nur Zunge anschauen? Zunge kannst du nicht schminken, Gott sei Dank. Genau, dann siehst du diese innere Wahrheit und wir fragen auch die Patienten. Bei Fragen kann die Patient trotzdem immer noch manchen Informationen geben, aber wir tasten auch die Puss. Deswegen Zunge und Puss, das mit Befragung, mit Beobachten, dann kommen wir durch diese vier verschiedenen diagnostischen Methoden. Meistens kann man diese zusammen, die Material, was man angesammelt, analysieren. Meistens oder sollten wir eine richtige Diagnostik stellen können. Was dann wirklich mit dieser Patientnosis, was innere Ablauf ist, dann behandeln wir das innere Grund, das Hauptgrund, das Disbalance. Nicht nur, wenn ein Patient kommt, der Kopfschmerz, steche ich nur ein, zwei Nadeln im Kopf oder Knieschmerz, steche ich nur ein, zwei Knieschmerz. Die Symptome wegnehmen, das tun wir auch. Aber das reicht nicht aus. Da kommt die Symptome wieder. Deswegen müssen wir ein gute Behandlung, muss immer ganzheitlich denken. Ganzheitlich behandeln. Gut. Danke. Dann mache ich noch weiter. Also das ist jetzt einfach ein schönes Bild, um mir zu zeigen, was ich vorhin auch gesagt habe, dass es für uns wirklich, wirklich wichtig ist, dass wenn Sie rausgehen nach dieser Ausbildung und Patienten behandeln, dass Sie wirklich kompetent sind und viel, viel gelernt haben in dieser Ausbildung. Und so möchten wir Sie natürlich auch rauslassen hier. Sie werden hier viel lernen in diesen 2 Jahren. Es wird auch eine Prüfung geben. Es gibt eine Abschlussprüfung. Das ist immer eine wichtige Frage für alle. Diese Prüfung ist nicht notwendig, um den Kurs zu absolvieren oder beziehungsweise zu bestehen. Es ist für Sie ein unglaublich wichtiges Instrument, um zu sehen, was Sie gelernt haben, wie sicher Sie sind, wie Sie wirklich in der Live-Anamnese, wenn Sie Patienten vor Ort haben, agieren können. Insofern ist das ein wichtiger Punkt, aber nicht notwendig, um nachher akupunktieren zu dürfen in der Therapie. Dazu ist es wichtig, dass Sie mindestens 80% der Ausbildung absolviert haben und vor Ort gewesen sind. Ich habe Ihnen hier nochmal aufgezeigt, was es bei uns im Bereich der TCM am ZFN alles für Möglichkeiten gibt, die Sie mit der traditionell chinesischen Ausbildung, Medizinausbildung hier kombinieren können, was wir alles noch in unserem Angebot haben. Das ist, wie wir vorhin schon besprochen haben, die TCM-Kräuterheilkunde, die wir bisher in einer Präsenzausbildung von 15 Monaten und 11 Wochenenden angeboten hatten, momentan in eine Online-Ausbildung übergegangen sind aufgrund der Praktikabilität. Wir haben eine Ohrakupunkturausbildung, die eine sehr gute Kombinationsmöglichkeit bietet, die Sie natürlich auch machen können, ohne eine TCM-Ausbildung zu haben. Ich habe in meiner Praxis damals das als sehr gewinn- oder gut empfunden, diese beiden Systeme zu kombinieren, das heißt eine Körperakupunktur mit dieser Ohrakupunktur. Das heißt, wenn Sie jetzt auch das Gefühl haben, oh, ich interessiere mich wirklich sehr dafür, möchte auch schon mal gucken, ob das Nadeln was für mich ist, ob ich damit gut klarkomme, können Sie vorab natürlich auch schon einen Kurs in der Ohrakupunktur machen. Da haben wir jetzt im September, fängt wieder einer an, auch bei einer Schülerin von Chiru, die jetzt auch mit bei uns in der Ausbildung mit dabei ist, mit der Sabrina Mühleneisen, die wird die Pulsdiagnose in diesem Jahr machen. Die ist eine sehr gute TCM-Dozentin bei uns. Wir haben die Wrist-Ankle-Akupunktur, eine spezielle Technik, wo an den Füßen und an den Händen akupunktiert wird. Was wir auch noch anbieten, ist, wenn Sie jetzt sagen, die chinesischen Kräuter, das ist mir jetzt alles ein bisschen suspekt, ob ich das überhaupt alles verstehe und wir haben ja auch alles hier vor der Haustür, dann gibt es auch die Möglichkeit, den Kurs der westlichen Kräuter hier zu machen nach TCM-Kriterien. Das heißt, es werden die Krankheitsbilder nach der TCM behandelt. Das heißt, da geht es jetzt nicht um, ich habe mir mein Bein verletzt, sondern ein Yin
Nierenmangel oder eine Leber-Qi-Stagnation wird dann mit chinesischen, mit westlichen Kräutern behandelt. Die Shihu, die bietet bei uns auch einmal im Jahr den Allergiekurs an, das heißt Allergien mit der Akupunktur behandeln. Das kann man dann machen, wenn man schon einige Erfahrung hat in der TCM. Ebenso wie bei der Frauenheilkunde, die wir auch hier anbieten. Die Schädelakupunktur ist noch ein anderer Bereich, den wir hier in der TCM-Abteilung haben. Das ist ein System, das ist ein japanisches System, aber auch sehr gut geeignet, um schon mal ins Nadeln zu kommen. Dann haben wir die asiatische Gesichtsdiagnose. Das ist ein Kurs, den bietet der Herr Kokschic an, auch ein ganz bekannter TCM-Dozent, der auch letztes Jahr bei uns in der Ausbildung mit dabei war, dieses Jahr seine Dissertation in China schreibt und wir hoffen, dass wir ihn ganz bald wieder da haben. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Zusatzpotenzial, was man sich aneignen kann, um die Patienten noch besser beobachten zu können. Wenn, wie Shiro eben schon sagte, wenn sie in die Praxis kommen, auf den ersten Blick wirklich ganz viel zu erkennen, was schon fast gruselig ist, aber sehr, sehr spannend. Dann die Diätetik, über die wir gesprochen haben, die wir auch anbieten. Und den Master Tung Akupunktur, das ist auch, da brauchen Sie Grundkenntnisse und ein toller Kurs. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich weiß jetzt gar nicht, asiatische Gesichtsdiagnose, genau. Der ist wirklich sehr, sehr spannend. Genau, Master Tung haben wir und die Regelkreise. Das ist so in dem Bereich der TCM. Die Regelkreise, das zeigt die Zusammenhänge zwischen den Meridianen und den Organen, auch viel mit Gesichtspunkten der westlichen Medizin. Also das ist eine Kombination aus TCM und westlicher Medizin, die wir jetzt eben auch ab Herbst als Webinar anbieten, das heißt wirklich als Online-Reihe. Das ist das, was wir im Groben in unserer TCM-Abteilung momentan haben, aber es wird immer mehr ausgebaut. Also wir sind gerade im Online-Bereich dabei, immer weiter und immer mehr zu machen, was uns selber schon fast erschreckt, aber es ist einfach so spannend, was wir hier jetzt alles für Möglichkeiten haben, um wirklich noch weiter die TCM an die Therapeuten zu bringen. Und das ist genau das, was wir auch gerne möchten und das auch wirklich in einer sehr qualitativ hochwertigen Weise. So, jetzt beantworte ich nochmal die Fragen. Ich hatte noch eine Frage. Wie oft wird der Kurs westliche Kräuter nach TCM-Kriterien angeboten? Der wird einmal im Jahr angeboten. Der wird im Frühjahr, startet er wieder, auch als Online-Reihe, also das heißt auch an 12 Webinarabenden. Die genauen Termine sind schon auf unserer Homepage zu finden. Der Kurs ist auch im Bereich TCM, da finden Sie ihn unter Kräuterheilkunde. Und das ist mit unserem Dozenten Rhys Hacksteiner, der jetzt nächste Woche die TCM-Kräuter kompakt macht er dann eben auch die westlichen Kräuter ab Frühjahr. Ah, ich glaube im März war es. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber auf der Homepage steht es. Und ist Tuina Bestandteil der Ausbildung beziehungsweise gibt es dazu eine Ergänzungsausbildung bei Ihnen? Momentan nicht. Wir sind da dran, dass wir wieder eine Tuina-Ausbildung oder beziehungsweise einen Tuina-Kurs anbieten können. Es ist momentan nicht so einfach, wirklich Dozenten zu finden für den Bereich, aber das ist mein großes Ziel, dass wir das im nächsten Jahr wieder anbieten können, weil Tuina ist wirklich eine ganz tolle Massageausbildung. Ich habe einen Teil davon gemacht, also wirklich nur eine kleine Ausbildung, weil, um nochmal eine kleine Anekdote zu erzählen aus China, das war das, was wir wirklich als erstes gemacht haben in dem Hotel, in dem wir waren. Da durften dann die Assistenzärzte behandeln und das Erste, was wir gemacht haben, als wir aus dem Flieger gestiegen sind, war in diese Abteilung zu gehen, der Tuina-Behandler, und es waren Schmerzen. Das habe ich mir nie vorstellen können, dass Massage so wehtun kann, aber es war so herrlich, dieses Gefühl danach. Und danach hatte ich das Gefühl, ich muss das auch lernen. Und es ist eine ganz, ganz tolle Methode. Und daher hoffe ich wirklich sehr, dass wir das ganz bald bei uns wieder anbieten können. Und genau, ich sehe, die Diana hat noch eine Frage. Sie können auch einfach reinrufen. Das geht natürlich auch. Ach so, das war nur vielen Dank an Shiro. Wie gesagt, wer möchte, kann auch einfach sich zu Wort melden. Das würde uns auch sehr freuen. Insofern bin ich jetzt eigentlich mit meinem organisatorischen Part beendet. Sie können mich, wie gesagt, jederzeit anrufen, beziehungsweise mir eine E-Mail schreiben.
j.groß@zfn.de. Dort erreichen Sie mich und ich beantworte Ihnen natürlich sehr gerne alle Fragen, die jetzt noch auftauchen oder auch im Nachhinein. Chihu, möchtest du noch etwas erzählen? Ja, vielleicht ein paar Worte. Ich finde, weil ich unterrichte, früher habe ich noch mehr Unterricht in Deutschland, überall in verschiedenen Instituten. Aber ich finde, dass unser Kurs im Vergleich mit anderen sehr, sehr praktisch orientiert. Das möchte ich auch betonen. Und weil Akupunktur in China, wenn man das als Handwerk nennen, das heißt Zhenjiang, Nadelhandwerker, Meister, oder wenn man sagt, das heißt, wir arbeiten mit der Nadel. Das heißt, für jede Teilnehmer, die bereits angemeldet oder möchte diese Kurs mitmachen, wir müssen ihnen nicht mental schon einstellen. Das heißt, wir müssen mit Hand arbeiten, weil nur verstanden reicht nicht. Wenn du Patienten in der Praxis Patienten behandeln möchte und da muss auch mit der Hand diese Fähigkeit mit Nadel von das Gefühl finden. Deswegen, wenn du diese Kurs machen möchte, jeder muss bereit sein, zur Verfügung stehen, gegenseitige üben. Und so viel üben brauchst du, bis deine Finger wirklich ohne Denken einfach die Nadel einrutschen, Gefühl bekommen. Weil Akupunktur musst du was. Wie wirkt die Akupunktur? Wir versuchen, Nadel zu setzen und das bestimmte innere Blockade zu lösen oder ein bisschen Angst geben, diese Qi zu, oder die Blockade lösen oder die Ninne sauber putzen. Oder dies braucht ein ganz, ganz feines Gefühl und Fingergefühl. Deswegen in unser klassisches Buch steht, wer dann feine Finger hatte, sollte diese Akupunkturist werden. Wer dann nicht oder will nicht mit Hand arbeiten, dann machst du es lieber anders. Genau, das ist wirklich wichtig. Sonst melden Sie Kurs, sitzen dort, will nicht üben, will nicht arbeiten, dann ist, glaube ich, das der falsche Platz. Außer, dass du lernst nur verständlich für dein Leben. Weil, wie gesagt, wenn du als Heilpraktiker arbeitest in der Praxis, Patient behandeln, dann brauchst du Übung mit Akupunktur. Aber diese Kenntnis über chinesische Medizin, das Yin und Yang, auch aus diese Yin und Yang, diese fünf Wandlungsphasen, dies zu verstehen. Dies natürlich kannst du für dich selber nennen, auch ohne zu behandeln. Musst du nicht Nadel. Das heißt, ich verstehe das und dann weiß ich, wie ich in meinem Leben sich verhalten soll. Entweder das Tao, das Yin und Yang, auch diese fünf Wandlungsphasen, die Kreislauf, meine Emotion, wie gehe ich mit meiner Emotion um? Wie nass ist meine Kreis immer frei laufen, wenn ich auf einmal diese Radel nicht mehr dreht? Bleibt irgendwo steht, dann musst du erkennen und vor allem schauen, dass die Bremsen, die Blockade lösen. Deswegen die Akupunkturausbildung oder diese überhaupt Akupunktur, also TCM-Ausbildung, gibt es zwei, denke ich mal, Zweck. Eine ist lernen, das möchte Geld verdienen, möchte Patient behandeln als Therapeuten. Einiges auch. Wir haben auch in unserer früheren Kurs gehabt, die Teilnehmer, die sind selber krank. Gibt es eine Schlaganfallpatienten, ein, zwei oder Krebspatienten, die haben den Kurs gemacht, die sind auch keine Heilpraktiker, die nähern sich für sich und haben gesagt, diese zwei Jahre ist die beste Therapie. Das haben da wirklich was verstanden, wie ich überhaupt im Leben, Alltagsleben, das üben kann. Das ist auch der zweite Teil. Aber ich denke mal, meistens über 90% von uns möchte auch Therapeuten werden und möchte der Patient helfen. Warum haben wir auch diese Qigong-Kurs eingeführt, um ein bisschen, nur einen Abend, aber trotzdem, erster Punkt ist wichtig, da muss ich immer üben, das Qi-Gefühl, wenn du das nicht spürst, das Qi, dann kannst du keine gute Therapeutin werden. Ja, also dem muss man, wenn wir diese chinesische Medizin machen, das heißt sehr viel Erwartung von euch, aber das ist auch eine schöne Übung, eine schöne Erwartung. Oder ich hoffe, dass ich bin begeistert. Ich bin eine, die sehr viel, sehr viel Reichtum in mein Leben, also nicht nur Geld, in mein Denken, auch gesundheitlich bekommen von der chinesischen Medizin. Ich bin ja heute noch so dankbar, dass ich überhaupt auf diesen Weg komme. Deswegen, ich hoffe, möchte auch diese weitergeben, dass bis jetzt, wenn man unsere ehemalige Schule trifft, immer sagt,
ich glaube, ich habe keine bereut, es war so toll, aber nur, wenn man nicht übt, manchmal vergisst es, aber ich denke, dass je länger, dass man drin bleibt, je mehr ist man begeistert. Genau, jetzt langsam kauen. Und deswegen heißt es, welcome. Und wir sehen uns nach 10 Jahren, 20, da reden wir so, ob bereut euch oder ihr seid froh, dass ihr überhaupt das angefangen habt. Okay. Danke. Hier ist noch eine Frage, Shiro. Also nochmal, was du gesagt hast, das stimmt, man bereut es definitiv nicht. Es ist eine Ausbildung auch wirklich für einen selbst. Das ist das Tolle. Man lernt sich selber sehr gut kennen, man lernt einfach auch viele andere Sichtweisen auf sich. Man kommt sehr gut mit anderen eben in Kontakt und lernt auch dadurch sehr viel durch die Mitschüler, weil man sehr eng aneinander eben auch übt. Und man ist ja ständig in Kontakt. Und man muss erstmal diese Überwindung schaffen, jemandem anders Schmerzen zuzufügen. Das ist ja auch was, wenn du auf einmal eine Nadel in der Hand hast und du weißt, Nadel ist ja jetzt nicht das Angenehmste, was man sich vorstellt. Und man sticht auf einmal eine Nadel in jemand anders rein. Das okay, das ist die Frage, gell? Genau. Okay, dann kann ich mal fragen, warum, ob diese mal die Punkte stechen, wo man nicht brauchen. Natürlich bei Übung. Bei Übung ist so, wir suchen sowieso die Punkte, wo jeder Mensch braucht Nadel. Jeder hat eine Blockade, jeder hat Schwäche. Nur wo und wie. Deswegen, wenn wir auch die Nadel stimuliert, auch das ist nicht, dass wir jetzt gerade brauchen. Ich kann ja nur sagen, ihr könnt jeden Tag Nadel setzen. Ich setze für mich mindestens zweimal, eins bis zweimal pro Woche für mich selber, wenn ich Zeit habe. Weil dieses hast du immer mal irgendwas blockiert oder irgendwann wehtut oder Erschöpfungszustanden. Das ist einfach ein Punkt, da kannst du immer aussuchen, dass die Punkte, wo die heute brauchen, auch wenn die Punkte brauchen, dieses jede Punkt mit der bestimmten Energie zu tun. Wenn ich die Punkte, kommt darauf vor, wie ich das mache. Wenn ich sauber mache, die Straßen, die Leitbahnen oder diese Zimmer, wie ich das sage, sauber putzen, wie oft putzen unsere Wohnung, wie schnell der Schmutz kommt von sich selber. Reinigung, putzen, damit ist arbeiten. Das heißt, wenn ich die Nadel nehme, die kann ich genau diese Linie sauber machen und befreien, die Energie befreien. Deswegen Schaden in dem Sinn gibt's nicht. Nur ist kein Schaden am Anfang, wenn ihr gegenseitig üben, durcheinander kommt. Deswegen hat der Delia auch recht, weil wenn man nicht gut stechen kann, wenn es gleich am Haut weh tut, der Körper plötzlich blockiert, macht sich zu. Dann kommt's nicht mehr rein. Der produziert auf dem Hautsystem schon eine Blockade. Dann tut's deine Mitschülerin weh oder Mitschüler. Aber diese Erfahrung ist so wichtig. Diese bringt uns nicht um. Deswegen musst du üben. Stell dir vor, wenn du nicht üben, gleich zu Patienten hingehen, behandle Patienten, du fügst es Blockade bei Patienten und tut sie weh, dann kommt der Patient nicht mehr zu dir, garantiert. Und deswegen üben. Vor allem diese kleine Durcheinanderbringen, was, wenn ihr nicht so gut Nadel kann. Und das ist eine kleine Blockade danach, die Behandlung oder nach gegenseitig stechen, dann machen wir auch andere Möglichkeiten oder beseitigen wir diese kleine Nebenwirkung oder kleine Schädigung. Das kannst du immer noch durch andere Methode befreien oder wir schauen nur nach oder nächsten Tag gleich gelöst werden. Außerdem, diese Wirkung, die bleibt der ewige Schaden. Deswegen auch braucht keine Bedenken, auch keine Angst. Ja, also dieser Prozess, wenn ich nicht nadeln kann, wie reagiert dieser Punkt, wie spüre ich den Punkt, ihr müsst das haben. Ich sagte immer, jeder Punkt ist wie ein Gericht, muss ich selber einkauen und schmecken, wie der Punkt schmeckt. Dann weißt du, wenn die Patientin nächstes Mal nadelt, sagt also, aha, das ist das Gefühl, wo geht der Punkt hin, jetzt wenn ich so drehen und wie kommt es aus? Wenn du dieses so sagen kannst zu deinem Patienten, dann kriegst du 1000%ige Vertrauen. Dann weiß der Patient, diese Therapeutin weiß schon, was die tut mit mir. Also diese Gefühl brauchst du ja. Je sicher du bist, je bessere Wirkung, je souverän für die Patienten. Deswegen üben, nochmal üben, ist wichtig. Die Irina hat noch eine Frage, und zwar, ob man das Karpaltunnel-Syndrom mit der TCM behandeln kann. Sie ist kurz vor der OP. Das denke ich, solltest du. So wichtig. Was ist, kann man Karpaltunnel-Syndrom bei TCM behandeln? Ja, also
Natürlich. Da kannst du viel, viel, viel OP sparen. Aber dieses Problem, manchmal behandelt kaputt und manchmal kommt zurück und manchmal nicht. Aber durch OP kommt auch, manchmal operiert, gibt es auch manchen Patienten Nachtoperationen, trotzdem wiederkommen. Genau. Also Karpaltunnel ist also ganz eng und die Neid ist das richtige Akupunktur, Neidbahnsystemkrankheit von Linie her. Aber sicher versteckt hinterher auch irgendeine andere innere Sangfu-Problem oder psychische Problem vielleicht. Aber das ist genauso, wir behandeln noch Neid. Aber meistens hat er sehr gut Erfolg. Aber hier muss man in der Nähe die TCM oder Akupunkturist suchen. Vielleicht sie versuchen erstmal vor der OP. Aber wenn es wirklich sehr enge, kommt darauf an, welche gerade Karpaltunnel ist, dass die Hand total pelzig, taub und keine Kraft mehr, dann, wenn es zu spät ist, kann sein manchmal auch Operation notwendig. Grundsätzlich kann man gut behandeln, kann ich noch sagen. Aber man kann nicht jede Krankheit behandeln, weil man doch auch nicht so gut ist, wahrscheinlich. So, ich denke, dass wir jetzt also mit unserem Infoabend am Ende sind. Außer Sie haben jetzt noch Fragen. Sie können auch gerne, wie gesagt, einfach reinrufen. Das macht es oftmals noch schneller und ein bisschen spannender jetzt auch. Und ansonsten würde ich vorschlagen, ich mache jetzt die Aufzeichnung aus und wenn jetzt jemand noch Fragen stellen möchte, dann kann er das gerne noch tun. Wir sind noch kurz da und genau, dann kann er das auch öffentlich machen. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich Sie jetzt im Januar 2021 zu dieser spannenden Ausbildung begrüßen darf. Ich stehe Ihnen für Fragen jederzeit zur Verfügung und bedanke mich ganz herzlich bei Chiru, dass sie heute dabei war in dieser unserer neuen Online-Form, unserer neuesten Errungenschaft der Corona-Zeit, dass wir jetzt hier unsere Online-Vorträge abhalten können. Sehr gut. Also, Chiru, dann machen wir Danke. mal die Aufzeichnung aus. Möchtest du noch was sagen? Na, danke auch. Schönen Abend noch. Danke. Ja.